hier in der Koppelstraße in Potsdam. Hier sind ca. 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr seit ca. 3 Stunden im Einsatz. Hinter uns sehen wir eine brennende Lagerhalle. Bei Eintreffen der Kräfte Feuerwehr war diese in Vollbrand und zum Teil schon eingestürzt. Es gab eine massive Rauchentwicklung zu Beginn des Einsatzes, die Richtung Innenstadt zog. Da haben wir uns entschieden, eine Warnmeldung an die Bevölkerung abzusetzen. Die Rauchentwicklung ist inzwischen abgeklungen, sodass keine Gefahr für die Bevölkerung mehr entsteht. Für die Einsatzkräfte bestand von Anfang an die Gefahr von explodierenden Druckbehältern, Gasflaschen. Die Halle hinter uns wird als Kfz-Werkstatt genutzt und dementsprechend sind Gefahrstoffe hier gelagert. Aktuell ist es so, dass wir den Brand unter Kontrolle haben und am Einsatzabschnitt 1, der hinter uns zu sehen ist, zur Bekämpfung von Brutnestern bereits übergegangen sind. Auf der anderen Seite ist es aktuell so, dass die Löscharbeiten durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwert werden und wir dort noch in der Brandbekämpfung sind.